Yo-ho, Plants vs. Zombies, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies. Heute gehen wir wieder in den Adventure-Modus. Adventure! Meine Güte, der ist immer noch nicht zur Maniküre gegangen. Okay. Wir haben immer noch Nacht. Wir haben immer noch eine Nacht- und Nebel-Aktion. Und wir haben ein Ducky-Cube-Zombies. Ach, sind sie nicht süß? Sie können nicht schwimmen. Es bedeutet allerdings auch, übers Wasser werden jede Menge Monster kommen. Wir haben wieder einen kleptomanischen Psychopathen-Zombie dabei. Wir haben Eisenhelm-Zombies dabei, wir haben Hütchen-Zombies dabei. Und wir haben diese Minecraft-Zombies. Das bedeutet, wir müssen mit unserer Strategie ein bisschen anders verfahren. Wir brauchen unsere Puffrooms, wir brauchen unsere Sunshrooms. Den brauchen wir nicht, der schießt nur nach hinten durch. Der wäre jetzt ungünstig mit diesem dort. Oh Gott, wir müssen Strategien ausarbeiten, Kinderstrategien, ist ja gar nicht mein Fall. Starfruits ist nicht schlecht, die schießt 5 Sterne in 5 Richtungen. Macht damit eine Menge Schaden, wenn man die strategisch gut platziert, kann man damit ganz schön was reißen. Wenigstens haben wir keine Ballon-Zombies. Wir brauchen auf jeden Fall einen Walnuss-Zombie, weil den müssen wir ganz nach hinten setzen. Die Sea-Shrooms brauchen wir wegen diesen kleinen, verrückten Ducky-Cube-Zombies, die ja ebenfalls auch mit einem Eisenhelm ankommen können. Ja, das sind auch Iron-Man-Nicht-Schwimmer-Zombies. Gut, dann möchte ich eigentlich ganz gerne, was macht ihr hier? Cattail attacks any lane and shoots down Zombie-Balloons. Will ich eigentlich auch gerne setzen? Will ich auch gerne setzen? Und oh mein Gott, das würde ich auch gerne setzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die passende Strategie für... ja, die Spielweise ist, die wir hier vor uns haben. Aber ich werde es einfach mal ausprobieren. Let it rock! Oh, so viel Nebel! Kinder, ich sehe hier bald gar nichts mehr. Setze ich mal so einen Puffroom nach vorne. Wir können dann nur wieder erahnen, wo der Zombie kommt oder wo der Günther lang schleicht. Ja, ja. Diese Tarnzombies. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo er... da oben, Gott sei Dank, da oben kommt er angebrainst. Übrigens schnell schon mal unsere Wasserabwehr setzen. Ich will ein kleines Wasserpflanzenpilzchen. So. Das hat dann schon mal funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier kommt auch noch ein Pilz hin. Und bald kommt schon die erste große Zombie-Lane. Oh, jemini. Dann stelle ich hier noch einen hin. Dann lasse ich das aber erstmal. Okay, ein Wasser kann ich schon mal hinstellen. Da unten kam jetzt einer. Ich sehe es. Super. Ein Lilypad will ich hier schon mal hinstellen. Und da kommt... ja, jetzt kommt hier einer. Ich habe dich genau durch den Nebel gesehen. So unsichtbar bist du gar nicht. Okay, dann fange ich schon mal an, hier die zu setzen. Bleibt nämlich gar keine andere Wahl. Auch hier schon mal ein Lilypad. Money, money, money. Money, money. Ich setze einfach so viele von den kleinen Shrooms jetzt hin, wie überhaupt nur möglich. Auch wenn die in den hinteren Reihen nicht viel bringen. Angenommen, ein Zombie bricht durch. Nein, die Zombies brechen durch. Haben wir hier wenigstens noch einen Knusper-Zombie-Pilz in der Abwehr. Bei denen zum Beispiel ist das auch jetzt ganz wichtig, dass ich da noch einen hinsetze. Okay, meine Meta sieht jetzt so aus. Ob das was bringen wird, weiß ich noch nicht. Ich würde gerne die Sterne auf zu knuspern. Hier wird nicht geknuspert. Lässt du das? Geht da kaputt. Ich würde gerne schon mal einen Stern setzen. Und die sind eigentlich effektiv in 1, 2, 3 Richtungen. Wenn man sie ins Wasser setzt. Weil sie halt in die Richtungen schießen, wie man hier sieht. Der schießt einen hier schön nach oben, einen nach hinten und hier in die Lanes nach vorne. Hör auf, die zu fressen! Ich glaube, es geht los hier. Mein kleines Wasserpflänzchen. Wir müssen auch dringend mal was sehen hier. Dann hier noch einen hin. Das auf jeden Fall schon mal nach hinten schießt, damit wir die Minecraft-Zombies kaputt kriegen. Also mit der Strategie komme ich eigentlich immer so ganz gut hin. Ich bin mir nicht so sicher, ob das diesmal klappen wird. Ich kenne mich ja. Ich weiß ja, was ich kann. Oje, oje. Schon wieder geknuspert. Ich habe es genau gehört.
Wasser. Lilly, Pet, Zomb, Pflanzen, Dingsbums. Na komm, das tun wir hier auch mal wegmachen. Na, hier wird nicht geknuspert. Hörst du auf zu knuspern? Knusper, knusper, Knäuschen. Da ist eine Pflanze in meinem Häuschen. Oh Gott, hoffentlich klappt das so, wie ich mir das wünsche. Minecraft-Zombies. Na, Minecraft-Zombies, bei seid ihr an Minecraft-Zombies? Ich sehe noch gar nichts, weil es so dunkel ist. Nein, ich sehe noch keinen, Gott sei Dank. Gut, die Dinger schießen hier ja halt nicht so... Oh. Ein Jack-Zombie. Gleich macht's Bam. Ich ahne schon, gleich macht's Bam. Ich weiß, gleich macht's Bam. Nein, noch nicht. Okay. Ist das schneller kaputter gegangen, als ich dachte. Jetzt kommt hier noch ein Stern hin. Es ist langsam schon hier so ein bisschen Starception. Aber das wollen wir ja auch. Hier kommt noch einer hin. Jaha. Nom, 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 nom. Hört auf, meine kleinen Pflanzen zu futtern. Vor allen Dingen, wenn ich es nicht sehe. Günther ist vor allen Dingen im Nebel total untergegangen. Die Günther sehe ich nicht. Was ich tarnen kann, inzwischen jetzt voll raus. Was passiert, wenn ich die hier hinsetze? Okay, das macht nicht viel mehr Sinn. Ja, es bringt nicht. Das ist dämlich. Huch, da ist jemand gestorben. Hört auf, meine kleinen Tom. Da. Was ist das da unten? Okay. Ich war mir jetzt gerade nicht. Oh, da kommt einer mit dem Helm. Ich war mir jetzt halt einfach gerade nicht sicher, ob das da so funktioniert. Stirbt der? Hör auf, von meinen kleinen Pilzen zu knuspern! Meine Pilze. Die kommen jetzt hier drauf. Die schießen auf jede Lane. Und die brauchen wir jetzt hier unten erstmal. Dup, 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 dup. Seht ihr, der schießt auch nach da unten. Der würde auch nach da oben schießen. Dup, 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 dup. Oh, nicht schon wieder einer von denen. Freie Sicht. Da ist so ein Minecraft-Fuzzi. Oh, nicht mit mir. Hier wird in alle Richtungen geschossen. Ich weiß noch nicht, ob das reicht, um den da kaputt zu machen. Aber unsere Lilypads machen das richtig. Es ist einfach immer eine gute Taktik, die kleinen Kätzchen mitzunehmen. Kleinen Flauschen, Bauschen, kleinen süßen Kätzchen. Die schießen nämlich dann einfach mal alles wahllos kaputt. Was, du bist in meiner Lane? Du hast keine Chance. Miau! Und dann bam, 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 Stachel in your face. Und machen halt auch die Ballonzombies kaputt. Ist eine ganz gute Investition. Ich will sehen, was auf mich zukommt. Nein, gleiches Meter. Überall. Oh, oh, oh. Wow, was hier unten alles rauskommt. Wo ist Günther? Günther? Der ist Günther. Günther, ne, habt ihr mich vermisst, jo? So, ich hab mir extra vorne einer mit dem Eisenhelm geirrt. Scheiße. Nee, 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 nicht auf mich. Nicht die Sternchen. Ah! Entschuldigung, Günther. Das mit den Sternchen tut mir leid. Na ja, so von Glitzer kaputt gemacht zu werden, ne? Das hat ja schön Maste. Oh, oh. Oh, oh. Da kriegen wir aber auch schnell genug kaputt, oder? Ja, jetzt gehen sie auf ihn. Wunderbar. Nicht mein Pilzchen. Alles gut. Ein Kürbis. Ein Pumpkin-Kürbis. Ein schöner, ausgeschnitzter, Halloween-mäßiger Kürbis. Passt dir gut in dieses Spiel. Protect plants that are within its shell. Das bedeutet, wenn ihr eine Pflanze gepflanzt habt, könnt ihr diese da drauf pflanzen. Und drumherum ist ein Schutz um diese Pflanze. Kann man anstelle der Nüsschen auch mitnehmen. Ist ziemlich praktisch. Wir schauen uns jetzt nochmal das nächste Level an und gucken, welche Strategie hier nützlich sein wird. Oh nein. Nein, 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 nein. Kein Pogo-Zombie. Ihr könnt euch vorstellen, was Pogo-Zombies eventuell tun können. Sie springen über Pflanzen drüber. Weswegen wir hier diese Tall Nut, Heavy Duty Wall That Can Be Vaulted Over, Nüsse brauchen. Weil da kann er nicht drüber springen. Da klatscht er sich einfach seine hässliche Nerdbrille kaputt. Batsch, volle Fresse dagegen. Dieses Level wird hoffentlich schnell gehen, weil wir das erste Mal auf diesen Zombie da treffen und das Spiel uns jetzt erstmal zeigen will, wie das geht. Gucken wir doch mal, ob wir hier von dem Strategie, wie ich eigentlich immer ganz gerne fahre, hinkommen.
könnte knapp werden. Wir werden es sehen. Ich hoffe einfach, dass das Level ein bisschen leichter ist. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch wieder in die letzte Reihe diese Dinger hier pflanzen können. Ja, ausnahmsweise mal wieder in die letzte Reihe. Oder habt ihr einen Minecraft-Zombie gesehen? Sonst ist es trotzdem ganz gut. Man hat hinten noch ein paar Dinger, die halt eine Large Range haben und schießen können. Aber die haben wir jetzt nicht dabei. Also können wir auch genauso gut in die letzte Reihe Pilze pflanzen, die eben gar nichts machen, außer Sonnenlicht spenden. Sunlight. Sunlight. Wo kommt er denn? Seht ihr ihn? Schießt einer von meinen... Der kommt bestimmt hier. Ja, natürlich kommt die Sau da unten. Meine Güte. Du hast dich wohl abgesprochen, ne? Habt ihr jetzt einen Strategie-Guide, wie ihr am besten da rangehen könnt? Verdammte Zombies. So, dann friss ihn ruhig auf. Ist kein Problem, du bist vorher eh kaputt. So ist schön. Noch mehr Sonnenlicht. Ich denke mal, wir werden das so von der Strategie, wie ich mir das ausgemalt habe, hinbekommen. Ich warte ich erstmal, ob hier ein etwas schwierigerer Zombie irgendwo... Naja, hier, da oben sehe ich sie ja, da unten sehe ich sie nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh Gott, ich will nicht gegen Pogo-Zombie kämpfen. Ich mag die Pogo-Zombies nicht. Niemand mag Pogo-Zombies. Sieh die Pogo-Domäne, die mag auch niemand. Wird da unten gekloppt? Gut. Ich bin überlegen, wenn ich jetzt hier vorne einen hinsetze, kann ich wenigstens einen schon mal da hinsetzen. Oh. Tada! Genau das meinte ich. Das kann extrem hilfreich sein. Der schießt dann da durch, okay. Passt schon. Ein Lilypad packe ich schon mal hier hin. Friss ruhig, friss ruhig, friss ruhig. Friss ruhig, friss ruhig, friss ruhig. Du hast dein Hütchen schon verloren. Du hast keine Chance. Gleich bist du Kaputtichoni. Kaputtichoni, was laberst du? Keine Ahnung, Kamera weiß doch auch nicht, was ich hier mache. Hallo. Oh, da ist auch einer mit so einem Warnhütchen. Was glaubt ihr, was die euch bringen? Geht ihr einfach auf die Straße und stellt euch so ein Warnhütchen auf? Das ist doch total bescheuert. Nein, nein, mein Pogo-Zombie. Oh nein, 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 gib mir mehr Gold, Silber, Licht. Oh, shit, 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 shit. Das war dumm. Ich hätte einen von denen aufsparen müssen. Naja, wir haben ja noch unseren Rasenmäher als letzte Instanz. Viel Spaß mit dem Rasenmäher. Was hast du jetzt davon? So ein Mist. Merken, die Dinger muss man unbedingt aufgestellt haben, sonst hat man ein Problem. Puh. Eine schlechte Strategie. Sehr schlecht, Hanni, schlecht. Was ist denn los mit mir heute? Ich habe schon wesentlich besser gespielt. Ich bin unkonzentriert. Ich sollte dieses Spiel öfters spielen. Aber ich konnte jetzt lange Zeit nicht aufnehmen, weil ich einfach so viel zu tun hatte mit dem neuen Computer einrichten und auch mal Pause vom Zocken machen und Guild Warsen und habe ich schon erwähnt, dass ich noch Guild Warst habe. Ja. Kann ich wenigstens schon mal den hier pflanzen? Wir haben immer noch genügend Licht, um eben den Tallnut zu pflanzen. Nicht die Walnut, sondern die Tallnut. Tallnut, Walnut. Ja. Jetzt kommt eine große Welle und jetzt bin ich gespannt, wo so ein Pogo-Zombie wieder kommt. Da oben. Nein, 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 nein. Hallo, Günther. Hast du dir so gedacht, dass du den Viechern eine Strategie aufdrückst, hä? Ja, das tut mir sehr... Oh, Mende! Ich wollte gerade erklären, warum wir diese Strategie da ausgepackt haben. Und da kommst du einfach und haust mich kaputt. So, das finde ich überhaupt nicht nett, du. Gar nicht freundlich von dich. Immer werde ich kaputt gemacht und da wunderst du dich, dass ich auf deinen Computer gehen tut, wenn du nicht da bist. Ist das so eine Art Racheakt, Günther? Ja, natürlich. Eines Tages übernehme ich doch deinen Kanal, du. Kriegt ihr auch noch einen neuen Pilz, Mann? Nee, das ist noch schwieriger für uns. Sei still, Günther. Ich will jetzt erstmal den neuen kleinen Pilz in unserer kleinen Pilzfamilie in Empfang nehmen. Wunderbar. Wie ich schon erwartet habe, ist das Level ziemlich kurz gelaufen. Hab zwar so ein paar strategische Fehler eingebaut, weil ich wahrscheinlich... Ich muss wieder strategischer denken. Removes helmets and other metal objects from zombies. Dieser kleine, süße, magnetähnliche Pilz oder beziehungsweise Blume?
Nee, es ist ein Pilz. Magnet Shroom. Es ist ein Pilz. Dieser kleine Pilz ist unglaublich praktisch, weil er eben die ganzen Helme, die die Zombies mit sich rumtragen, und auch die Screen Door Shields, also halt auch die, ja, Gittertüren, die die Zombies mit sich herumtragen, halt magnetisch anzieht. Das bedeutet, die Viecher haben keinen Schutz mehr, keine Protection mehr. Nur noch die Viecher mit dem Plastik auf dem Kopf, das sie bei der Baustelle geklaut haben. Ansonsten haben wir hiermit echt einen guten strategischen Guide gegen ganz, ganz viele Eisenzombies. Und ich frage mich, ob im nächsten Level so viele Eisenzombies auf uns zukommen. Das ist ja, vermutlich. Und einer von diesen kleinen Ballon-Zombies. Das will mir ganz und gar nicht gefallen. Und ein, ja klar, ein Pogo-Zombie. Warum denn auch nicht? Als ob ich nicht schon genügend Probleme hätte. Na gut, wir sehen uns im nächsten Level, wenn es wieder heißt. Rains, the zombies are coming. Und ich denke mir auf deine bessere Strategie aus. Und du auch. Günther, jetzt sei dich still.